So, meine Lieben, hier ist wieder die Axt vom Walde. Auch in letzter Zeit hier, ich sag mal gerade bei den Let's Plays, auch bekannt als DJ Axt. Ja. Wir wollen natürlich auch nicht übertreiben. Und bevor ich an für sich direkt mal anfange mit The Forest, was hier Neues gibt, wir spielen hier aktuell The Forest in der Version 0.06. Und ja, ich zeige euch zu Anfangs direkt mal eine neue Sache, die hier eingebaut worden ist. Man denkt nämlich, ja, Mond, nett zugucken, untergehen, alles Pipapo-Fasel. Und im Endeffekt ist dann doch so, dass man überrascht wird. Ja, ich lasse das ganz kurz mal auf euch wirken. Ja, das hier neu, ne? Bevor der Mond hier tatsächlich untergegangen ist, kommt auch mal wieder hier die Helligkeit an den Himmel. Ja, wir gucken noch ein bisschen zu. So, Wasser ist noch hell. Ja, und bleibt auch hell, wie es aussieht. Ja, das ist auch schon die ganze Sache hier. Ist bei den bisherigen Versionen nicht so gewesen. Und nicht wundern, dass ich hier vorhin in den Hai reingelaufen bin. Manchmal, das hatte ich bisher bei jeder Version, dass wenn man hier manchmal in den Hai reinläuft, ja, dann werden hier zwei Haie draus und man, ja, springt ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Man fliegt hier doch ein bisschen höher. Ja, wir gehen jetzt mal kurz auf die Reise. Ja, auch ganz nettes Feature. Ich weiß nicht, wie das kam oder woher das kam. Aber wenn ihr mal hier rechts unten guckt bei dem runden Anzeigedingens hier. Ja, ist gut erkennbar. Irgendwie sieht hier der Magen leer aus. Ja. Aber er scheint es wohl nicht zu sein. Und ja. Da tut sich an für sich auch nicht wirklich was. Das heißt, irgendwie habe ich hier keinen Hunger mehr. Muss auch nichts essen. Ja, gut, abgesehen von der Energie. Ja, weiß ich selbst wohl wieder nicht, wo wir hier sind. Puh. Ja, ich denke mal, das war das hier richtig. Ja, das passt hier wunderbar. Ja, gucken, dass wir nicht gesehen werden. Aktuell jetzt gerade nicht gerade Bock drauf, hier mich mit irgendwem von diesen Wilden hier auseinandersetzen zu müssen. Tatsächlich, nicht wirklich. Ja, jetzt gibt's hier mal gemütliches Gameplay, ne? Let's Play mit DJ The Forest Axt. Ja, hier unten müssen wir, ne? Wir kennen das Gebiet mittlerweile alle ganz gut.
Ja, das ist der Steinbruch, das große Felsengebiet. Es ist nicht gerade ein beliebter Ausflugsort, aber wir wissen im Prinzip, dass hier der See, der kleine Teich hier, wo früher mal der Pilot mit der Flare Gun lag, ja, und ich dachte mir, ich suche den jetzt einfach mal hier. Ja, muss hier nämlich noch rumliegen. Da ist er. Nee, das ist ein Lurch mit einem Stein. Was ist hier? Ja. Ich denke mal, ich suche mich hier gerade zum Idioten. Oh ja, nee. Magen ist hier noch am Arbeiten. Ja. Ja, gut, wenn das so lange dauert, ist das natürlich sehr erfreulich. Ich bin hier jetzt schon, ja, hier. Es ist direkt hier. Ja, hier, also im Prinzip ist hier wirklich vom See hier, vom kleinen Teich hier, direkt mal nach unten. Ne? Ich bin auch geradeaus dran vorbeigelaufen. Ja, gut, hier nehmen wir einen Stick mit, den legen wir auch direkt mal wieder ab, brauchen wir nicht. Jo, tschüss, Stick. Und es ist hier leicht durchzusehen, dass wohl die Flare Gun. Ja, ich habe hier keine. Wunderbar. Nehmen das Ding hier auf. Was haben wir? Jo, Flare Gun. Ja, Pilot. Ja. Ja, armer Junge. Das muss man auf jeden Fall hier sagen. Ich wechsle auch mal direkt wieder zur Axt. Und ja. Pack hier einfach mal irgendwo hinein. Ja, ich sag mal, ich baue hier auch mal direkt eine Wand hin. Mal gucken wir in Kürze gleich mal, wie das hier mit den Verrückten funktioniert. Ja. Ja, die Wand dreht sich hier jetzt von alleine, ne? Jetzt nicht mehr. Einmal drauf gedrückt geht's wieder. Ja. Gut, wir platzieren das Ding mal hier hin und dann. Ja, gibt's einen kräftigen Sound. Ist auch ganz neu. Und ich will das jetzt aber nicht hier dran gesnappt haben. Ja, gut. Ja, das ist immer ein bisschen. Ja, auch nicht wirklich, ne? Ja, so wird's mir, denke ich, ganz gut gefallen. Hier noch ein bisschen. Ja, so, Abholzen ist angesagt. Ja, ich gehe auch direkt mal einen Snack futtern. Geht auch Energie und Ausdauer, Magenfüllung wieder direkt nach oben.
Ja, Baum fällt. Wunderbar. So. Ja, Item habe ich jetzt keins in der Hand. Das ist vielleicht nicht ganz so optimal gelöst. Ich denke mal, das hier noch ein bisschen verbuggt, ja. Hält man hier die Standard-Flugzeug-Axt in der Hand? Denke ich mal, funktioniert das auch wieder ordnungsgemäß mit dem Wechseln, ne? Was hier los? Ja, fällst du wohl? Ja. Ja, vorhin ging's mal hier mit. Da krieg auch keine Axt. Aber was hier? Ich meine, ja, nee. Ich dachte mir hier, dass mit dem Item wechseln hier, ja, nee. Puh. Bin jetzt wirklich ein bisschen. Ich denke mir, bisher war das auch nie wirklich ein Problem, ne? Dass man hier beim Bäume fällen oder ich sag mal, keine Sachen durch die Gegend tragen, dass hier direkt mal wieder was gewählt war. Ne? Aber jetzt finde ich ein bisschen komisch. Ne? Ja, Lurchi klettert auch mal direkt auf den Baum. Ich denke mal, dass hier in the Forest wie so ein Wetterfrosch. Droht der Ärger, ist Lurchi direkt mal auf dem Baum. Ja. Ja, ich sag mal tschüss, Lurchi. Ich hole dich dann im nächsten Sommer wieder ab. Ja. Ja, Baum fällt diesmal in die richtige Richtung. Jo, so macht das Ganze Spaß. Klopp, klopp. Ja. Und ein bisschen hier Hölzchen reingedrückt. So. Ja, geht an und für sich, sag ich mal, ganz gemütlich dahin. Bisher habe ich ja noch nicht wirklich einen Kannibalen gesehen. Ja, gut, ist auch tagsüber. So, Baum anspringen. Ja, hat jetzt nicht wirklich allzu viel gebracht. Dann mache ich mal diesen hier. Ja. Ja, dachte mal, die rollen vielleicht auch ein bisschen durch die Gegend, aber gut. Dem ist wohl nicht so. Ist auch nicht großartig. Tragisch. Oh ja. Den haben wir ja immerhin ein bisschen durch die Gegend geschliffen. Das ist so ein kleines Hölzchen, das wollen wir nicht. So. Bäumchen, wer ist der Nächste? Ja, Herr Moosbaum, möge bitte vortreten. Sie werden jetzt umgenannt. Ja. Von und zu Moosbaum. Ja, gute Güte, hier sind wir wieder am Reinhacken. Ordentlich auf den, ja, irgendwo. Ja, nicht runter. Ja. Nee, doch, ja, gut. Ist aber auch nicht so schlimm. Wieder mal eine Wand durch. Ja.
Ja, das gibt massig Holz. Wo waren wir vorhin? Ist das. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Ja, nee, doch. Ist ja eindeutig, ne? Jetzt bist du fällig. Ja, Hunger habe ich auch wieder. Sagt mir zumindest was, wie. Da war der Baum mal weg. Wieder hier und ja, ich darf mal hier sich quer drüber latschen. Ja, meine Hanswurst ist auch wieder mal schwer am Atmen, wollte ich gerade sagen. Ich denke mal, die haben sich jetzt hier gestritten, ne? Die drei Baumstämme. Es ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser, wenn ich die alle voneinander trenne, ja. Da gab es wohl eine Meinungsverschiedenheit. Die ist in kürzester Zeit hier wirklich eskaliert. Ja, hier auch so ein Effi. Ja, gut. Da sind wir auch gleich bei einer anderen Demonstration hier. Ja, die blutigen Kannibalen, die ja neu im Spiel dabei sind, denen reicht's dann direkt mal. Nach zwei Hits. Ja. So. Ja, die dreht dann gleich direkt mal völlig am Rad. Es sind auch, ich sag mal, hier recht flott zur Stelle. Die Kannibalendamen der neuen Spezies. Ja, ich denke mal, ich stelle hier auch mal so eine komische Falle auf. Ja, die sind auf jeden Fall flott zur Stelle und ich sag mal, meist auch nicht allein. In der Regel ist so, dass die andere zuguckt, ja, während die erste mal komplett am Rad dreht. Und ja, hab die Falle mal hier ausgelöst und mit E mache ich sie wieder nach oben. Ja, funktioniert wunderbar. Ja, nochmal zurück zu den Kannibalendamen des neuen Stammes. Genau, die sind meistens nicht allein. Die eine guckt zu, während die andere hier prügelt. Und wenn hier die eine niedergeschnetzelt ist, legt die nächste nach. Ja. Die scheinen hier. Ja, ich denke, das war ich jetzt selbst. Ne? Haben wir ja wunderbar demonstriert, wie das läuft mit der Axt. Lassen sich dann doch hier ein paar Wände einreißen. Funktioniert also tadellos, ja, nur nicht reinlaufen, sonst ist hier wirklich Oberwasser, Unterwasser angesagt. Ja, komm hier, lass mal gut sein, ne? So, schnell einen kleinen Snack verdrücken. Ja, jetzt kommen sie alle. So, jetzt wollen wir das hier mal prüfen. Ja, irgendwie scheint hier bisher keiner von denen durchzukommen. Ja, jetzt dann doch. Ja, er lässt mich nicht mehr raus. Ja, das ging sich dann noch mal knapp aus. Ja, auf jeden Fall ist das wohl. Ja, ist auch interessant. Ist der jetzt dran draußen dran vorbeigelaufen? Ja, nee, vorhin wohl zufällig. Gut, das war auch schon im Prinzip die ganze Sache mit den Wänden. Ich wollte mit euch einfach nur gucken, wie ist das so? Denn einige hatten ja im Prinzip
das große Problem oder haben es auch nach wie vor, ja, dass die netten Kollegen von den Kannibalen hier einfach mal durch die Wände brettern, ja. Verstehe ich, ist natürlich keine nette Sache. So. Hab wohl noch eine nette Demonstration für euch offen. Dann müssen wir ein bisschen laufen. Das bleibt wohl nicht aus. Ja, waschen müssen wir uns. Das steht hier mal ganz klar auf der Liste, sehe ich. Ja, da haben sie mich wieder gesehen. Irgendwelche Kannibalen. Ja, sind ja alle wahnsinnig hier auf dieser Insel, kommt mir auch vor. Ich weiß nicht mal, ob Gott weiß, wo ich hier gestrandet bin. Ja, wer nervt mich jetzt ein bisschen ab, ja. Komm mal hier, ne? Geht doch auch wunderbar. Lasst mich doch ein bisschen in Ruhe. Ja, bei der Gelegenheit auch direkt mal ein paar Blätter eingesammelt. Ja, das war so hier gewesen, ne? Ja, gucken wir mal, in welcher Höhle wir diesmal aufwachen. Ja, das sieht mir hier nach einer recht vertrauten Höhle aus. Ja, da aber nicht. Immer jetzt sind wir hier irgendwo falsch abgebogen. Ja, das sind wir auf jeden Fall. Hier gucken, wenn man wieder raufkommt. Ich denke mal, das wird ja nichts mehr. Oh, da drüben brennt ein Lichtchen. Nee, das bin ich selbst. Ja. Gut. Wir gucken uns auch mal die Map von unten an. Das ist, ich sag's euch ganz ehrlich, ein Bug, den gibt's hier schon seit Ewigkeiten, wobei das nicht wirklich ein Bug ist, das wohl eher ein Clipping-Fehler. Ja. Ja. An der Stelle in, ich denke mal, das auch hier die Höhle gewesen, die ganz zu Anfangs, bevor man hier in verschiedenen Höhlen aufwachte, nach einer Bewusstlosigkeit, das ist die erste Höhle, wo man grundlegend immer aufwachte. Ich lade mal direkt ein neues Spiel. Ist auch eine Abkürzung. Ja. Töter als tot kann ich ja ohnehin nicht mehr sein, als ich gerade vorhin war. Und nehme mir auch in der Zwischenzeit keinen Schluck zu trinken. So, es ist Nacht, ihr könnt vielleicht. Nee. Ja. Ein anderer Punkt, auf den ich noch eingehen möchte. Man sieht hier auf jeden Fall kein Haussymbol mehr. Ja. Gut, das ist ein einfacher Shelter. Aber ich denke mal hier, dass jetzt bei allen Unterkünften, die wir im Spiel irgendwie zur Verfügung haben, dass hier jetzt bei allen Unterkünften so. Ja. Ganz eine komische Sache. Ja. Hinten dran seht ihr, da ist schon einer von diesen großen Containern. Wir haben ihn auch letztens mal direkt angeguckt. Und ja, heute besuchen wir wieder die Höhlen. Allerdings zeige ich euch hier natürlich nicht altbekanntes,
Sondern ganz was Neues. Oh ja. Das ist übrigens eine Specialty von mir, habe ich eingebaut. Ich weiß, ich sag mal, ich finde es ein bisschen komisch, ja, dass man hier so schräg dran bauen kann. Ist aber ein nettes Ambiente und ja, brennt hier auf jeden Fall wie ordentlich Feuer. Möchte man hier dem kleinen Teilchen gar nicht wirklich zutrauen, aber ja, das. Ja. Use halt mal den Leiter, ne? Den Leiter, nee, ja, Leiter. Den Leiter, die Leiter, ja, irgend so ein Leichtteil. Gut, wir gehen wieder runter, finden wahrscheinlich auch die Kollegen vor. Nee, sind gerade nicht da. Ja, das hatte ich hier jetzt auch schon ein paar Mal, dass die Kollegen in der Höhle hier gar nicht da sind. Hier gibt's auch noch einen Piloten, haben wir letztes Mal angeguckt, ja. Mit den Sitzen. Ich hole mir auch mal wieder direkt die Leuchtpistole. Nehme aber meine geliebte Axt in die Hand. Hier. Ja, das ist die rostige Axt. Steckt hier in so ein Teilchen drin. Und wenn wir hier runtergehen. Ein bisschen runtergehen. Ja, gut, das dauert dann doch noch ein Stückchen. Kommt hier dieser kleine Vorsprung, Felsvorsprung. Wir gehen natürlich weiter entlang, nehmen überall ein paar solche Leuchtfackeln mit. Ja, ist immer gut. Und dann hier unten dran. Ja. Oh, jetzt sind die beweglich auch noch. Wunderbar. Hier unten dran, ja, wird es ein bisschen breiter. Und genau hier rechts, das gab es vorher noch nicht, ist eine Öffnung mit wirklich einer riesen Ansammlung von Tischen. Und im Prinzip, ich demonstriere es euch gleich mal in Kürze. Wir müssen ein Stückchen gehen. Also im Prinzip ist das hier immer geradeaus und ja, man kann sich nicht wirklich verirren, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Hier beginnt der Boden etwas zu zuckeln, ja. Und hier beginnt's mal fett mit der Grafik zu buggen. Ja. Und man sieht auch den anderen Boden nicht. Das ist ja eine ganz einfache Sache. Ab hier endet hier die neu erweiterte Höhle. Und wenn man sich hier weiter bewegt, ist das gleiche in grün. Ja, auf die andere Seite zurück. Jedoch befindet man sich in dem neuen Höhlensystem. Ja, das hier, der Abgang, den ich letztens mal ausgelassen habe, den erreicht man, denke ich, wenn man hier direkt links nach oben, kaum rausgekommen, aus dem Übergang direkt links nach oben und dann ein bisschen rum. Und ich denke mal, hier ist man dann auch schon wieder. Ja. So, ich finde hier auch mal direkt wieder schnell raus. Das ist auch ganz nett im neuen Höhlensystem. Es gibt zwar noch nicht wirklich irgendwas, das es zu entdecken gilt. Aber ist auch natürlich schön, dass man ein bisschen Ruhe gelassen wird. Ja. Es gibt wirklich so gut wie keine Items, nichts Interessantes zu entdecken oder erkennen, aber auch eben keine Gegner. Es befinden sich im neuen Höhlensystem absolut keine Gegner. Ja. Ja. Ich muss wirklich sagen, Water Caustics, die Real Water Caustics, die ja mit dem ersten 0.06 Patch angekündigt waren, ich vermisse sie doch wirklich ein bisschen. Das gab dem Ganzen ein bisschen einen angenehmeren Touch. Ja, kam absolut gut rüber, muss ich ehrlich erwähnen. Ja. Und da sind wir auch wieder, wo wir schon mal waren, einem der letzten Let's Plays. Jo, ich sag mal, das war's auch wieder für heute mit DJ Axt. Ich spiele euch noch eine Runde coole Musik und durch den Wald laufen.
Ja, und ich denke mal, das war jetzt gar nicht mal so schlecht vom Timing her, man glaubt es nicht. Und wir schwimmen noch eine Runde durch den Gänsesee. Beziehungsweise ich mache das Sonnenaufgang, sieht gut aus, ja. Ganz gut auch zu wissen, das möchte ich hier zum Abschluss noch erwähnen. In der Interactive Map, die manche von euch wahrscheinlich kennen werden, finden sich auch die zwei neuen Höhlensysteme drin. Ja, das heißt, wenn ihr die Interactive Map besucht, findet ihr auf jeden Fall die Höhlensysteme bereits eingezeichnet, könnt sie einschalten, ausschalten, also ein- ausblenden, wie auch immer ihr das haben möchtet. Ja, hier spiegelt sich gerade meine Axt oben. Ja, sieht wunderbar aus. Bisschen verpacktes Wasser. Ja, die Interactive Map ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja, findet ihr im forum.survivetheforest.net. Ja, direkt bei den Guides gibt es einen Kartenthread. Ist eine nette Sache. Ja, hier, bisschen Buggy Axt noch. Ich sag Tschüss, das war DJ The Forest Axt. Ich wünsche euch mal was Gutes und ja, liebe Grüße an die gesamte Familie. Tschüss!